Ich glaube, mein Minecraft ist kaputt. Wie ist sowas möglich? Kann mir das jemand erklären? Ohne Mist. Ich glaube, ich habe ein Schadengehirn. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir können andere richtig ausspionieren. Das ist das Bescheuerste, was ich je gesehen habe. Hallöchen und willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer ganz neuen Mod. Mit mir, der gelben Knete, dem Copper, mit wem auch sonst. Heute haben wir eine Mod dabei, mit der wir eine richtig geheime Base bauen werden. Damit können wir uns perfekt verstecken. In der Base können wir andere Mitspieler heimlich beobachten, Kameras bauen, ausspionieren und können andere Mitspieler einsperren, sodass sie nie mehr wieder rauskommen. Sowas habt ihr garantiert noch nicht gesehen. Damit können wir unsere Mitspieler richtig ärgern. Ich habe einfach so einen Spaß damit. Wehe, jemand schreibt, ich gehöre weggesperrt. Wehe, ich werde euch finden und hauen. Was zum... Was macht der Dorfbewohner da? Das ist nicht dein Haus. Das ist mein Haus. Hör ab, was soll das denn? Mach, dass du wegkommst. Demnach in die Hände gespuckt. Und los geht's. Warum machen wir das Ganze? Leute, es ist was echt Blödes passiert. Ich hatte hier vorhin in dieser Truhe viele Kekse. Irgendjemand hat meine Kekse geklaut. Er hat nur Karotten dagelassen. Karotten. Ich hasse Karotten. Aber ich glaube, ich weiß, wer das war. Ich habe einen Verdacht. Das war garantiert unser kleiner, verfressener Nachbar. Ich hasse diesen kleinen Krümel. Schaut ihn euch an. Dieses hinterhältige Gesicht mit seiner Glatze. Moment. Dafür werden wir uns rächen. Wir werden eine geheime Base bauen mit Kameras, wo wir alles und jeden beobachten können, damit niemand mehr unsere Kekse klaut. Was ist falsch mit dem? Hätte er nicht unsere Diamanten klauen können? Bei Keksen verstehe ich keinen Spaß. Hier, ganz einfach, alles, was wir dazu brauchen, sind Blöcke der Unendlichkeit. Craftbar mit Obsidian und Enderauge. Ganz wichtig, normalerweise sind die Blöcke schwarz, aber ich habe eine Holztextur genommen, damit es niemanden auffällt. Dann sieht man nicht, dass es andere Blöcke sind. Außerdem brauchen wir die Tür der Unendlichkeit. Mit Unendlichkeitsblöcken, Eisentür und Diamant zusammengekleistert. Direkt mitgenommen. Das wird so cool. Ich freue mich. Los geht's. Am besten fangen wir an. Wer bist du denn? Du schon wieder. Das ist nicht dein Haus. Verschwinde. Wieso kommen die mal in mein Haus? Was wollen die von mir? Ich kenne die nicht mal. Als erstes bauen wir die Base und in der Base werden wir Mitspieler ausspionieren. Wir müssen lediglich 10 Unendlichkeitsblöcke aufbauen in einer speziellen Form wie ein eckiger Donut. Donut. Jetzt ein Donut. Aua, ich höre ja schon auf. Danach ganz einfach die Tür reinsetzen und schon haben wir unsere geheime Base. Schaut es euch an. Das ist so gut gemacht. Das ist so cool. Wie ist sowas möglich? Kann mir das jemand erklären? Eure Mitspieler würden echt komisch aus der Wäsche schauen. Wir haben einen großen Raum. Hier können wir alles bauen. Bett, Truhen, Lager, Tiere, eine Farm, irgendwelche Maschinen und vor allem Kekse. Außerdem können wir andere beobachten. Mehr dazu gleich. Wir können andere so verwirren, wenn wir ein kleines Haus bauen. Hier, perfekt. Eure Freunde würden gar nichts mehr verstehen. Das wird einfach so cool. Ich feiere einfach diese Mod. Oh mein Gott, damit kann man so gut trollen. Es ist wie Harry Potter. Wir sind wie ein Zauberer. Ich glaube, ich habe ein Schadengehirn. Wie gesagt, normalerweise sind die Blöcke schwarz. Mit der Holztextur kann man andere richtig veräppeln. Das ist der ultimative Troll. Wir können den Raum sogar vergrößern. Mehr dazu gleich. Wieso funktioniert das? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben zwei Mods. Wir haben eine Mod, mit der wir direkt in den Nether schauen können. Können direkt durchs Portal gehen, ohne dass die Dimension lädt. Schon damit kann man einiges machen. Dasselbe klappt auch mit dem Ende. Außerdem, wir haben noch eine Mod, die eine kleine Dimension hinzufügen. Einen kleinen Raum. Das hier ist quasi ein Portal. Das ist eine kleine neue Dimension, durch die wir quasi gehen. So einfach ist der Trick. Cool, oder? Ich finde die Idee richtig gut. Ich liebe diese Mod. Natürlich können wir die Base auf... Was? Bitte was? Moment. Verschwinde. Natürlich können wir die Base auch vergrößern. Dazu haben wir eine Dimensionsscherbe. Nein, Doofbewohner, das ist nicht dein Haus. Oh, craftbar mit Dia, Unendlichkeitsblock und Prismascherbe. Das ist perfekt. Damit Shift und Rechtsklick auf die Tür und unsere Geheimbase wird größer. Das geht richtig ab. Bis zu 8-mal können wir es vergrößern. Wie bei mir. Bei jedem Keks, den ich esse, werde ich auch immer breiter. Schaut euch an, wie viel Platz wir haben. Wie groß das geworden ist. Alleine wie viele Truhen hier reinpassen. Mindestens 10. Ich glaube, ich höre mein Echo. Hallo, Echo. Copper bringt's. Du Copper steht.
Was? Schaut euch die Entfernung an. Niemand kann uns von außen hören. Ha, wir sind so schlau. Keiner wird erfahren, wenn ich einen fahren lasse. Moment. Moment mal, da ist schon wieder ein Doofbewohner. Das kann nicht sein Ernst sein. Was willst du hier? Das ist nicht dein Haus. Hau ab, wie kann ein kleiner Schuhkarton so groß sein? Das geht nicht. Okay, ich würde sagen, wir bauen direkt eine Base. Einige Blöcke haben wir dabei. Eine geheime Trollbase. Kameras können andere beobachten. Mehr dazu gleich. Das wird jetzt so cool. Wir bauen einen Flur mit zwei Räumen. Einen Raum zum Leben mit Bett und Lager. Oh Gott, wir haben so viel Platz. Direkt die Wände hochgezogen. Und einen Trollraum. Einen Spionageraum für die Kameras, um andere zu beobachten. Man kann richtig kreativ werden. Hier passt alles rein. Guck mal, ich habe eine Rakete gebaut. Wir haben einen Raum zum Abschalten und einen, um andere auszuschalten. Ha, nicht lustig, schade. Als erstes der Wohnraum, ein Bett, ein paar Truhen, um Items zu verstecken. Ah, das ist nicht schlecht. Werkbank und Ofen. Tada, so lässt es sich aushalten. In dem Raum können wir leben, in dem anderen Raum werden wir andere ausspionieren. Wir wollen unsere Mitspieler beobachten. Wenn uns jemand Kekse wegnimmt, dann nehmen wir ihm sein Leben. Kommen wir nun zum Highlight. Als nächstes werden wir unsere Mitspieler ausspionieren. Da ist der kleine Blödmann. Na warte, der wird nie mehr wieder unsere Kekse klauen. Alles, was wir dazu brauchen, sind eine Art Kamerablöcke. Relativ einfach zu craften. Außerdem brauchen wir Glas. Als Bildschirm. Irgendein Glas. Farbe ist egal. Und ganz wichtig, ein Auge. Ein Item, um die Sachen zu verlinken. Ein Photon-Linker. Das wird so cool. Der Kleine wird Augen machen. Na warte, jetzt gibt's Ärger. Ich hasse dieses Ding. Wieso muss man andere immer ärgern? Ich verstehe das nicht. Hä? Hier ist ein Schild. Wollen wir Freunde sein? Nein, ich will nicht dein Freund sein. Ich will den mit dem Schild hauen. Schritt 1. Als erstes müssen wir diesen Kamerablock aufbauen. Die Größe ist egal. Ziemlich auffällig, aber man kann es ja verstecken. 9 Stück aufgebaut. Ganz einfach. Schritt 2. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Photonlinker einfach anklicken. Schritt 3. Nur noch zurück zur Base laufen. Genauso viele Glasblöcke aufstellen. Relativ einfach. Und nochmal drücken. Tada. Und schon können wir alles beobachten. Ist das nicht toll? Zieht euch das mal rein. Wir können andere richtig ausspionieren. Wie awesome ist das denn bitte? Das ist so gut gemacht. Der kleine Dorfbewohner und Mitspieler können uns nicht sehen. Großartig. Die Mod ist fantastisch, oder? Zurücklehnen und beobachten. Lecker. Und er kann nichts machen. Ich habe eine Troll-Idee. Wir können die perfekte Trollzentrale einrichten. Wir können Höhlen abfilmen, eine ganze Wand an Kameras aufbauen und das Ganze in unserer Geheimbase aufstellen. Das ist richtig gemütlich. Hoffentlich ist das kein 3D-Fernseher, wo die Creeper aus dem Bildschirm kommen. Das wäre nicht so gut. Ich will sowas haben. Auch den Nether können wir zu uns holen. Nur mit ein paar Kameras. Besser als jedes Kaminfeuer. Ganz wichtig, wir müssen so viele Kameras aufbauen, wie wir Glas haben. Sonst funktioniert das nicht. Das ist einer der besten Spionagemods aller Zeiten. Unter Wasser, das wäre auch nicht schlecht. Ein riesiges Aquarium in seiner Base. Ich hoffe, die Kameras sind wasserdicht. Sonst wird's feucht. Ganz ehrlich, das ist alles andere als dicht. Diese Bildschirme können wir auch außerhalb unserer Geheimbase erstellen. Wir könnten den Enderdrachen beobachten. Mit dem Bildschirm müssen wir gar nicht mehr rausgehen. Wie im echten Leben. Kann ich damit auch Mädels beobachten? Aua! Das war doch nur ein Scherz, Mann. Wir können jede Dimension aus allen Mods überwachen. Krass. Damit haben wir die perfekte Base. Hier können wir unsere restlichen Kekse verstecken. Moment. Hä? Wo sind unsere Kekse? Willst du mich veräppeln? Ich hatte eben noch Kekse im Inventar. Der hat in meinem Inventar rumgespielt. Nein. Als ob. Wie zum Teufel. Du kleines, mieses Kaugummi. Ich hau den weg. Na warte. Das kann doch alles nicht wahr sein. Spuck die Kekse wieder aus. Spuck sie wieder aus. Sofort. Sofort. Das sind nicht deine. Das waren meine. Das ist nicht sein Ernst. So, das hast du jetzt davon. Oh, Moment mal. Oh nein, was machen die denn hier? Ich glaube, das war keine gute Idee. Das ist nicht gut. Ich glaube, das gibt Ärger. Aua, lasst mich in Ruhe. Wo bringt ihr mich hin? Ach, komm schon. Leute, wir haben ein Problem. Die Dorfbewohner haben mich in meine Base geschubst und die Tür abgebaut. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir sind eingesperrt. Das ist kein Scherz. Wenn ein Mitspieler in der Dimension ist und die Tür abgebaut wurde, dann kommt man nie mehr wieder raus. Wie gemein ist das denn? Keine Chance. Wir können nichts machen. Das ist der ultimative Troll. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Eine Mod, mit der wir uns klonen und andere richtig ärgern können,
die müsst ihr gesehen haben, findet ihr auf dem Bildschirm. Da gibt es bald einen neuen Teil. Schreibt mir neue Trollideen in die Kommentare. Klickt auf das Video. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war der Le Copa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.